Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Wir machen einen Judas Run und wir haben nur ein Herzchen. Das ist das Problem bei Judas. Denn ich werde sehr, sehr gerne getroffen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und das ist so ein bisschen problematisch. Okay. Beziehungsweise da ist es halt so ein bisschen doof, nur ein Herzchen zu besitzen. Weil, ich darf nur einmal getroffen werden. Die ganze Zeit. Weil sonst bin ich tot. Ah! Wieso renne ich exakt in diesen Gegner rein? Was ist denn mit mir? Summon Monstro. Ja, Monstros Tooth ist halt, wir beschwören Monstro, der halt auf einen Gegner raufspringt. Aber da ist unser Book of Belia ziemlich besser. Denn damit beschwören wir, beziehungsweise geben wir uns einen Damage Boost für diesen Raum, in dem wir es einsetzen. Komm. Nice. Oh, und sogar den, und ein Devil Deal auf der ersten Ebene. Mit zwei schwarzen Herzchen. Das finde ich sehr geil. Finde ich sehr, sehr gut. Und den Supergeheimraum. Ah, das ist nicht so nötig. Okay. Oh, da war ein Kackhaufen. Habe ich gar nicht gesehen. Das ist dumm gewesen. Oh Gott. Er charged genau. Ui. Dass ich da nicht getroffen wurde, wundert mich gerade ein bisschen sehr. Okay. Okay. Er ist vergiftet. Wieso ist er vergiftet? Wodurch wurde er vergiftet? Haben wir irgendwie... Hä? Warum wurde er vergiftet? Hä? Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen, aber okay. Ich nehme es so hin. Alles okay. Okay, da ist ein Zacki-Zacki-Raum. In den würde ich gerne reingehen, aber ich will meine ganzen Herzchen nicht verlieren. Der ersten Ebene war auch schon einer. Konnten wir auch schon nicht reingehen. Weil wir nur ein rotes Herzchen hatten. Ach komm. Ich hasse diese Spinnen, ne? Ich hasse diese Spinnen. Oh, danke, endlich. Meine Güte. Okay, hier ist ein Opferungsraum. Aber was ist hier? Ein paar komische Fliegen. Okay. Gehen wir in den Shop. Es könnte ein blaues Herzchen drin sein. Oder ein Schlüssel, zum Glück. Denn mir ist gerade aufgefallen, wir brauchen ja noch einen Schlüssel, um den Itemraum zu öffnen. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Okay. Okay. An die Kiste kommen wir nicht ran. Leider. So. Habt ihr gerade gesehen, ich wäre fast wieder in diese Träne reingelaufen. Okay. Dieser Stein-Ding, ne? Dieses Stein-Dings-Bums da. Ist ein bisschen nervig. Bisschen sehr nervig. Okay. Mann, eine super Form, die Tränen zurückschleudert. Mies. Sehr mies. Okay. Der Raum ist noch relativ okay. Wir müssen sogar hier lang. Und hier ist der Boss und nicht der Item. Haben wir den Itemraum schon? Nee, ne? Nee. Der Itemraum ist da unten rechts. Och, komm schon. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt sehr, sehr doof. Denn den Itemraum würde ich schon gerne noch holen gleich. Oh, Haunt. Mit seinen scheiß Minigeistern, bei denen ich immer Probleme habe irgendwie. Außer jetzt. Nein. Ah. Ich habe das TNT fast leider zu spät explodieren lassen. Jetzt aber, komm. Nein, was? Aber Brimstone. Oh. Das war auch nicht getroffen, glaube ich. Wow. Ich bin begeistert. Von Foto, geil. Bisschen Tears Up. Ist das Range Up? Range Up, geil. Und, ja komm, das Rotten Baby ist schon ganz gut. Das ist schon gut. Es spawnt halt Fliegen und die Fliegen machen halt ganz gut Damage. Warum? Was ist denn mit mir falsch? Was ist denn falsch mit mir? Oh Gott. Wie kann man denn so scheiße. Echt nicht. Alter, ohne Witz.
Ich verstehe es nicht. Das ist... Das kann nicht wahr sein, Alter. Warum renne ich in so eine Scheiße rein? Das ist unglaublich. Ey. Ich check's nicht, Leute. Ich check's nicht. Ich bin zu dumm für diese Welt. Ohne Witz. Für dieses Spiel, meine ich jetzt. Warum renne ich denn da rein? Das macht keinen Sinn. Erst in das Fass. Ich dachte mir so, Fass, explodieren, hinrennen. Wow. Das ist keine Ahnung, ey. Nee. Bob's Rotten Head brauchen wir auch nicht. Ich setze Emperor ein, ich will nicht nochmal durch diesen Raum gehen. Nee, eiskalt nicht. Das wäre mir, nee, das ist mir zu doof. So, was haben wir hier? Zwei Steinkisten, die können wir nicht mehr öffnen, denn wir haben keine Bomben. Wenn wir Bomben finden, oder eine Bombe finden, dann öffne ich das gerne. Aber dafür müssen wir erstmal eine Bombe finden und nicht immer getroffen werden. Ein Herz, wuhu. Alter. Alter. Ich muss das Buch einsetzen. Okay, wir haben das. Okay, 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 okay. Okay. Komm, irgendwie ein Herzchen bitte. Ich brauche ein Herzchen, Mann. So, das kaputt machen. Das kaputt machen. Das kaputt machen, sehr gut. Okay, schön konzentrieren. Schlüssel brauchen wir nicht, davon haben wir genug. Außerdem haben wir keine Bombe, um da ranzukommen, also von daher ist das eh egal. Okay. Setten wir. Okay, erstmal diese Spinne da an der Wand. Geh weg, danke. Oh nee. Oh nee. Okay. Okay. Oh, okay. Heilige Scheiße. Ich brauche halt echt so langsam mal Herzchen. Also wirklich jetzt mal, ne? Das wäre echt sehr vom Vorteil. Okay. Oh, ey. Schlüssel, 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 aber keine Herzchen. Mann. Oh Gott. Okay, die haben wir. Aua. Okay, nice. Zwei Bomben, das ist schon mal sehr gut. Die Wolke. Ja. Depressions. Okay. So. Wir können hier einfach weitergehen. Ich gehe nicht zurück. Oh, 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 oh. Oh, wow, 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 wow. Ai, 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 ai. Ich hasse diese Portale. Ah. Okay, wir haben ein blaues Herzchen da. Sehr gut. Sehr gut, ey. Huh. Blaues Herzchen ist schon mal sehr schön. Das kann uns schon mal retten. Die Wolke macht manchmal einen Holy Strahl, also diesen heiligen Strahl da. Aber nicht immer, oder wie? Also, manchmal so hängt das irgendwie von irgendwas ab. Dass er diesen Strahl macht oder so? Ich hab keine Ahnung. Er hat ihn ja eben einfach random gemacht, oder? Ich wurde ja nicht getroffen oder was auch immer. Ha. Wir bekommen den Devil hier sogar noch. Sehr schön. Und Juicy Juice. Das ist ein Damage und ein Shot Speed Up. Und das ist Dark Bum. Und Dark Bum nehmen wir gerne mit. Denn Dark Bum kann aus roten Herzen blaue Herzen machen. Und das ist sehr schön. Da unten haben wir kein rotes Herzchen mehr. Okay. Dann müssen wir nur hoffen, dass wir auch rote Herzchen bekommen jetzt demnächst irgendwie mal. So ein paar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir haben gutes Damage. Wir haben gutes Damage eigentlich. Das ist eigentlich alles gut. Rotes Herzchen. Nice. Ah, oh, okay. Gut, wir sind jedenfalls ein bisschen safe. Nach Jahren mal wieder. Oh Mann, ey. Oh Mann. Das ist ein Scheißraum, Alter. Das ist ein Scheißraum. Ein richtig ätzender Raum. Puh. Habe ich da gerade einen Stein mit dem Kreuz noch gesehen? So ein blauer Stein. Das wäre eigentlich ganz geil.
Zack. Okay, nichts gedroppt. Ja, hab ich. Mit zwei blauen Herzen. Oh, wir sind langsam wieder safe, Leute. Okay, das war doof. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie man da mal richtig durchkommen soll durch diesen Raum. So einfach, also von oben nach unten durch, jetzt meine ich jetzt. So, meine ich jetzt. Wie oft soll ich noch sie jetzt sagen? What the fuck? Kacki. Sind das nicht die... Nee, das sind nicht die Kackbomben. Ja, wir hoffen mal auf noch ein paar Münzen oder ein paar Bomben. Damit wir das noch irgendwie bekommen können. Also, damit wir da noch ein bisschen rerollen können. Nee, den Kackhaufen da will ich als eigentlich nicht so gerne mitnehmen. Ist das nicht sogar das Space-Item, was einfach nur Kackhaufen hervorruft? Oder so? Ich weiß es nicht. Fliegen wäre jetzt eigentlich eine ganz schöne Sache, muss ich sagen. Fliegen wäre echt schön, muss ich echt sagen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Nice, okay. Machen wir den Boss, ja. Space Item einsetzen. Das war dumm. Aber egal. Okay. Dieser Gegner ist halt übel easy, ne? Das ist halt, weiß nicht, übel easy. Wir bekommen wieder einen Devil Deal und sogar noch ein HP-Upgrade vorher. Und das ist schön. Das ist sehr schön. Wir nehmen Spirit of the Night mit, das ist scary. Guppys Color lassen wir jetzt liegen. Ich glaube eh nicht, dass wir Guppy werden. Aber der ist eigentlich schon freigeschaltet? Eigentlich nicht, ne? Ha. Ja, jetzt können wir fliegen und wir haben Spektraltränen, glaube ich. Oder können wir nur fliegen? Ich glaube, das ist nur fliegen. Oder? Können wir gleich mal ausprobieren. Ach, wir haben Spektraltränen, das heißt, unsere Tränen gehen durch Gegner durch, durch Gegenstände durch. Was ziemlich cool ist, komm. Ja! Blaues Herzchen. Okay. Nice. Oh, noch ein rotes Herzchen. Gucken wir mal in den Shop, wir haben zwar... hätte sein können, dass hier irgendwas ist. Irgendwie eine Bombe im Angebot oder so. Ja, sonst haben wir eigentlich alles, ne? Ich will halt rerollen, ich will das... Ja, komm. Wir können noch ein bisschen die Ebene gleich machen. Wo sind wir denn? Flooded Caves 2, ne? Ja. Das heißt eigentlich... Wir haben noch 3 Münzen, das heißt wir könnten... Oh. Nimm das mit. Wir könnten noch mal versuchen, kurz mit Münzen zu rerollen. $3 Bill? Ne. Ne. Wenn wir jetzt nichts mehr finden, Leute, dann... Nehme ich $3 Bill mit, aber... Obwohl, ich weiß es noch nicht. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich ihn mitnehme. Er macht halt random Tier-Effekte. Das heißt... Aua. Aua, Alter. Zu viele Gegner. Two of Clubs. 2 Bomben. Geil, wir können rerollen. Wir können gleich wieder rerollen. Ach, komm. Ich kassiere wieder zu viel Damage. Friends till the end. Das ist sehr schön. Oben die Räume machen... Nee, oben die Räume machen wir jetzt nicht mehr. Wir gucken nochmal hier nach der Pille und dem Schlüssel, genau. X-Lags. Und reroll nochmal. Toxic Shock nehmen wir mit. Toxic Shock ist ein sehr schönes Item. Immer wenn wir den Raum betreten, dann kommt eine Gift... Oder wird der ganze Raum vergiftet für ein paar Sekunden und das macht halt allen Gegnern Damage. Und... Ja. Ist schon schön. Ist ein schönes Item. Ich mag das Item. Wenn wir uns beeilen, könnten... Aua. Und nicht zu viel Leben verlieren. Könnten wir zum Boss Rush kommen? Wir haben noch 2 Ebenen, um Leben zu bekommen. Okay, jetzt muss ich... Dann passe ich jetzt erstmal wieder ganz viel auf. Und hole mir diesen blauen Stein erstmal. Zack. Okay. Jetzt haben wir wieder 2 Steinkisten. Mann. Ich habe die Bombe gerade eingesetzt. Okay. Schön aufpassen, nicht getroffen werden. Sehr schön. Bei den Totenköpfen müsst ihr übrigens aufpassen. Die machen immer noch Schaden, wenn sie noch nicht ganz verschwunden sind. Es ist manchmal echt... Also, wenn man es nicht weiß, ist es echt scheiße. Denn dann denkt man sich so, ah, okay, der Raum ist geschafft. Die Totenköpfe lösen sich auf, machen ja kein Damage mehr. Aber nee, die machen noch Damage.
So, erstmal das Buch eingesetzt, das Buch auf Belia. Gegen die drei Pins hier. Sind doch nur drei, ne? Ich glaube schon. So, wo ist denn der letzte? Da oben ist der letzte. Komm her. Okay, dich haben wir. 5 Münzen ist okay. Ist nett. Habt ihr gerade gesehen, Toxic Shock hat hier gerade im ganzen Raum Schaden verursacht. Wie gesagt, ist ein schönes Item. Ich weiß nicht, ob es mit unserem Damage skaliert oder einen festen Damage hat. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Das nehmen wir, öffnen wir. Oh, Treubombe. Wieder ein bisschen Münzen zu bekommen. Okay. Okay. Wir haben ein blaues Herzchen gerade bekommen. Warum auch immer. Und raus. Huh. Oh Mann, ich hasse diese Räume mit den Herzen und den Masken. Kann es sein, dass die Masken jetzt öfter schießen? Ha. 2 Pillen. Bad Gas und Full Health. Wow. Danke, dass du meine roten Herzen aufgefüllt hast. Okay. Nice, eine Bombe, schöne Sache. Wir haben den Item Raum noch gar nicht gefunden, ne? Okay. Nice. Haben wir den Item Raum? Ne, haben wir noch nicht. Alter, hier war nichts bisher auf dem Weg. Nichts. Weder Item Raum, noch Shop, noch irgendwie ein Special Raum oder so. Alter. Alter Vater. Aua. Da bin ich dumm reingerannt. Aber das kennt man ja nicht anders von mir. Ach Mensch. Da ist der Itemraum, sehr schön. Okay. Und nice. Besiegen. Irgendwas gedroppt? Nein. Toll, Spektraltränen haben wir schon. Wow. Egal, wir haben es mal mitgenommen. Was soll sie einfach rumliegen? Macht ja keinen Unterschied, ne? Macht ja keinen Unterschied. Ist das jetzt... Oh lol, das Necropolis 1. Wir packen den Boss Rush gar nicht, glaube ich. Außer wir finden jetzt eine Emperor-Karte. Das wäre eigentlich mal recht cool. Was haben wir hier? Nichts. Nichts unbedingt vonnöten. Die Münze lasse ich auch einfach mal aus Prinzip liegen. Nein, weiß nicht. Einfach keinen Bock zurückzurennen. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Ich will den Boss Rush eigentlich schon ganz gerne erreichen. Das wäre schon ganz geil. Was? Hey, was hat denn noch gelebt? Okay, Brownie. Oh, nee. Oh, Mann. Brownie ist übel nervig, deswegen. Weil er hier so rumhüpft und überall... Okay, nein, das hier ist viel nerviger. Er spawnt diese Kackviecher. Aber, aua. Und den hatten wir ja schon mal gesehen, glaube ich, ne? Hatten wir den schon gesehen? Ich weiß es nicht. Range up und noch ein Devil Deal. Die Robe, ja, geil. Nehmen wir mit, denn wir bekommen 3 Herzchen wieder. Und haben, glaube ich, Damage bekommen, ne? Ich glaube, wir haben Damage bekommen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon. Was haben wir hier? Oh, das muss ich... Ich muss es öffnen. Aua! Er hat erstmal nicht geöffnet, ey. Au. Okay, aber wir machen echt gut Damage. Eigentlich machen wir echt gut Damage. Unlock Katakombs. Okay, die Katakomben haben wir unlocked. Das neues Ebenendesign, sag ich mal. Okay, nice. Okay, das rote Herz nimmst du mit, Dagbam. Komm schon, danke. Wir müssen uns beeilen. Wir haben noch 3 Minuten für diese Ebene. Damit wir den Boss Rush und Marm halt besiegen, ne? In 3 Minuten. Wäre halt ganz geil, wenn wir jetzt schnell den Itemraum finden und eine Emperor-Karte auch noch finden würden. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts, Leute. Ich glaube, wir haben gerade auf jeder Ebene bisher einen Deal bekommen, ne? Au! LOL! Bisschen Zeit verschwenden hier nochmal für Herzchen. Für Herzchen kann man das machen, wirklich. Ich finde schon. Nice, okay. Weiter. Zacki, zacki, Raum. Nur ein Zacki, zacki, Raum. Mehr nicht. Och, Mann, ey. Aber wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein. Wir machen's. Herzchen, komm schon, Herzchen. Nein, keine Herzchen. Natürlich nicht. Also geht's oben lang. Echt jetzt? Alter. Wir sind bei 2 Minuten angekommen. Also die 2 Minuten Grenze haben wir noch. Nein, das nehmen wir nicht mit. Oh, nice.
Spinne, dein Ernst. Gib mir doch keine Spinne, Duckbum. Okay, komm. Weiter, 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 weiter. Was ist hier? Balls of Steel. Sehr schön, sehr schön. Aua. Aua. Komm schon. Mann. Danke. Oh. Wir haben jetzt so viel Leben verloren, nur weil ich diese verdammten Portale wegmachen wollte, ey. Und so viel Zeit haben wir auch verloren. Das ist Stars. Okay, Stars setzen wir ein. Das nehmen wir mit. Okay. Und der Boss ist irgendwo woanders. Wow. Weiter, 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 weiter. Komm schon. Irgendwas Gutes. Können wir mal irgendwas Gutes finden? Nee, den Wurm nicht. Den Wurm finde ich nicht so gut. Ablegen. Danke. Komm, wir haben noch eine Minute. Wenn der Boss hier gleich schnell um die Ecke ist, dann wäre das schon ganz geil. Schlüssel mitnehmen. Geil. In der Cave Room. Aua. Okay, wir gehen mal rein. Nein, wir gehen wieder raus. Okay, nicht mehr lange, Leute. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hier muss der Boss gleich langsam mal auftauchen. Oh, wie groß ist die Ebene denn noch? Magician, ne? Ja, geil. Okay. Okay, hier haben wir Magician. Und wir müssen diesen Raum noch machen. Und das ist so ätzend. Okay. Der Traum vom Boss Rush ist gestrichen, glaube ich. Okay. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Ne, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir niemals. Ach, komm schon. Ne, ich glaube, das ist vorbei. Das ist die blaue Mom, die hat auch noch mehr Leben, ey. Und Boss Rush ist vorbei. Schade. Schade, 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 Schokolade. Ach man, schade. Echt so. Es ist echt schade. Aber egal. Wir könnten noch versuchen, in Hasch zu kommen. Wir haben nämlich letztes Mal ja Hasch freigeschaltet, also so Blue One. Und da haben wir halt Hasch freigeschalten. Und wir haben mal keinen Devil Deal bekommen. Schade. Okay, wir, um Hasch zu erreichen, müssen wir unter 30 Minuten Marms Herz besiegen. Ob wir das schaffen, man weiß es nicht. Okay. Kein blaues Stein. Blaues Stein, ja, alles klar. Was ist hier? Das öffnen wir. Oh Gott! Okay. Hä? Ja! Das schneide ich nicht raus, Leute. Ich wurde gerade nach Kaffee gefragt, als ob ich Kaffee haben will. Ich schneide das nicht raus, nö. Nö, einfach aus Prinzip nicht. Einfach aus Prinzip nicht. Okay. Ich würde es eh vergessen. Ich würde es eh vergessen rauszuschneiden. Eindeutig. Ich weiß nicht, wie oft ich schon irgendwo gesagt habe, dass ich was rausschneide und es einfach nie gemacht habe. Das ist, glaube ich, mir schon 50.000 Mal passiert. Oh Gott! Huh! Blaues Herz, rotes Herzchen, nice. Und blaues Herzchen, schön. Immer mehr Herzchen für mich. Das war knapp. Schade, ich dachte, ich schaffe es noch, ohne getroffen zu werden, das zu öffnen, aber irgendwie nicht. Hier können wir zum Schwarzmarkt. Hoffentlich, komm schon. Schade. Aber Midas Touch ist das, ne? Nee, das ist das Goldene, glaube ich. Was ist das denn? Iron Bar, genau. Manchmal versteinern wir jetzt die Gegner. Glaube ich. Versteinern oder verwirren? Ich weiß es nicht genau. Eins von beidem. Da gehen wir nicht rein. Wir sollten nicht so viel Damage bekommen. Balls of Steel. Oh, schön. Huh, schön. Sehr, 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 sehr schön. Bombe. Schöne Sache. Ich weiß nicht. Vielleicht schaffen wir es ja wieder, in diesem Run Satan zu besiegen. Aber ich glaube, mit den Tränen eher nicht. Wir haben halt einfach echt schlechte Tränen eigentlich. Wir haben relativ schlechten Damage. Keine gute Fire Rate. Unsere Range ist halt übel gut. Ja, gut. Mehr aber auch nicht. Oh Gott. 48 Hour Energy.
2 Batterien bekommen, okay. Blaustein. Komm, hier sind meistens Blausteine irgendwie. Aber nein, okay, schade. Also ja, da sind überall Kreuze auf den Steinen, aber halt nicht an den richtigen Stellen. Das habe ich auch immer gedacht. Wenn ich mal einen blauen Stein hier in der Bombenebene sehe, dann... Oh komm, schnell, 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 nein! Aber wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Wenn die Gegner hier vergiftet sind, während sie sich, während sie ihre Leben verlieren, bevor sie sich teilen, dann teilen sie sich nicht, sondern sind sofort besiegt. Oh, Vier-Shot. Vier-Shot ist schön. Nehmen wir mit. Durch Dark Bomb sollten wir eigentlich noch recht gute blaue, rote Herzchen bekommen. Nein, blaue Herzchen, ist richtig. Und ein Vier-Shot ist halt echt schön zu haben. Und ich bin der Meinung, es hat auch gerade ein bisschen Tiers abbekommen, gegeben. Habe ich jedenfalls das Gefühl, dass wir ein bisschen schneller schießen. Okay, den haben wir besiegt. Okay, alles gut. Komm, öffne dich. Danke. Blaustein. Nein. Hier gehen wir rein. Bombbagger. Was macht der? Der gibt uns Bomben und schießt sich selber in die Luft. Alles klar. Okay. Friends to the end. Ist sehr schön. Nehmen wir gerne mit. Was haben wir hier? Eine goldene Kiste, die öffnen wir auch. Setzen unser Buch an. Wir haben 12 Damage mit dem Buch. Also eigentlich haben wir eigentlich... Ja doch, eigentlich haben wir eigentlich, ja. Eigentlich haben wir ganz gutes Damage. Eigentlich schon, ja. Oh Gott, das war knapp. Und jetzt noch ihn hier. Das ist halt so ein nerviger Boss eigentlich, weil er sich einfach nur teilt. Er ist halt nicht schwer. Er ist einfach nur anstrengend. So, ein bisschen. Ja, komm, Statuseffekte halten länger an. Das ist eigentlich ganz gut mit Toxic Shot. Schock, würde ich sagen. Und mit dem Vier-Shot und alles. Wir haben eigentlich ziemlich viele Statuseffekte. Speed und Health Up. Oh Gott. Health Up ist eigentlich... Obwohl, hier, da ist ein Stein. Ganz links der Stein. Da ist ein Kreuzchen auf dem Stein. Und so ein Kreuzchen suchen wir immer. Und da ist wieder ein Schwarzmarkt aufgetaucht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Eine Kiste. Wir bräuchten ein kleines, halbes rotes Herzchen, bitte. Damit wir auch den Devil Deal mit roten Herzchen bezahlen können. Obwohl, nein, wir bekommen ja keinen Devil Deal, der uns ein Item gibt. Der Devil Deal auf dieser Ebene führt uns dann ja zu Satan. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit diesen Tränen hier Hasch machen sollten. Wir sind eindeutig einfach zu schwach für Hasch. Ist halt einfach so. Wieso setze ich hier das Buch ein? Ich weiß es nicht. Ich dachte mir einfach gerade so, ja, Zeit fürs Buch. Irgendwie. Okay. Da ist wieder ein Stein mit dem Kreuzchen. Das ist sehr schön. Wir haben jetzt das rote Herzchen doch aufgesammelt. Verdammt. Aber egal. So haben wir doch. So können wir mehr getroffen werden. Obwohl ich eigentlich ja nicht so der Fan bin von getroffen werden. Upsi. Pheromone. Pheromones. Yeah. Was haben wir hier? Geht's hier zum Boss? Bitte lass es hier zum Boss gehen. Wäre ganz gut eigentlich. Okay. Danke. Das Portal ist weg. Oh Gott. Okay, der zeigt sich. Der zeigt sich auch. Super. Ha, nice. Wir haben ganz gut Leben. Wir könnten eigentlich Mams jetzt ganz gut besiegen. Okay. Okay. Ist hier vielleicht der Supergeheimraum? Ja. Mit einem schwarzen Herz hier. Das hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Auf geht's zu Mams Herz. Wir setzen mal Magician ein. Zack. Oh Gott. Okay, nice. Nein. Oh, das war schlecht. Das war richtig bad. Okay, okay, okay. Nur einmal getroffen bisher. Wir schlagen uns ganz gut. Zweimal getroffen. Dreimal. Wieso werde ich denn da getroffen, ey?
Eigentlich dürfte ich doch nicht getroffen werden, wenn ich da ausweiche. Aber wir haben einen Devil Deal. Wir kommen in... Haben wir Blue Womp nicht freigeschalten? Wir können zu Satan. Ich glaube nicht, dass wir Satan packen mit diesen Items. Und mit diesem Leben. Aber immerhin. Rubber Cement. Ja, Bouncy Tears. Schön. Wenn man einfach... Also, ich habe gerade viel zu viel Leben verloren. Ich weiß auch nicht, warum. Eigentlich sah es für mich so aus, als wäre ich halt... sicher vor den Tränen. Aber irgendwie doch nicht. Okay. Und Monster besiegt. Nice. Wer kommt jetzt? Loki, glaube ich. Nee, Chubby, okay. Alles klar. Okay. Den bekommen wir auch easy hin. Jo. Wir bräuchten halt trotzdem noch ein bisschen mehr Herzchen, würde ich sagen. Weil wir haben einfach kein Leben. Drei Portale, komm schon, dein Ernst. Oh, schön. Schön, das war sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Den Schlüssel brauchen wir halt nicht. Mann. Ach Mensch. Och nie. Oh nee, oh nee, oh nee. Okay, nice. Okay. Oh Gott. Oh. Zack. Nice, besiegt. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, was ich, wie ich die Folge hier nennen soll. Ich glaube, ich nenne sie so knapp, weil wir so knapp am Boss Rush vorbei sind. Ja, ich glaube schon. Das ist ein ganz guter Titel. Echt, ja doch, so knapp. So knapp. Es war halt echt knapp am Boss Rush vorbei. Oh, hier sind zwei von denen, ne? Ah, das ist kacke. Ich hasse diese Gegner. Das sind so anstrengend. Okay, den haben wir. Der kommt jetzt hier oben, glaube ich, raus. Ne, da kommt er raus, okay. Aua. Ist doch knapp. Aber komm, den packen wir. Die sind halt echt noch immer übel langsam, ne? Übel langsam. Und wir haben kein Leben. Ich weiß nicht, ob wir Satan so backen. Eigentlich würde ich gerne versuchen, ein bisschen mehr Leben zu bekommen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal gucken, ob hier der Geheimraum ist. Oder hier. Nein. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. So viele Geister, so viele Geister. Mein Kaffee ist fertig. Wie wurde ich denn da gerade nicht getroffen? Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Huh. Wie auch immer ich das gerade geschafft habe. Oh, nein. Diese Augen, Alter, sie sind so übertrieben. So fucking übertrieben, Alter. Okay, das war's, Leute. Nice. Wow. Ja, diese Augen haben mich gerade zerstört. Aber naja, wir haben Mams Herz wieder besiegt. Alles gut. Alles gut. Wo ist er? Judas. Mams Herz besiegt. Ist halt immerhin was Gutes. Wenn wir jetzt keinen Devil Deal bekommen, hätten wir eh nicht zu Satan gekommen. Aber gut. Dann würde ich sagen, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.